Servus zu Drakensang am Fluss der Zeit mit dem DLC Verlesenes Geheimnis. Wie ihr bereits gestern gesehen habt, oder hoffentlich gesehen habt, wir sind im Magierturm und arbeiten uns da aktuell vor gegen jede Menge an Feuerelementaren und Feuerdienern und so weiter. Das ist jetzt aktuell ein großer Feuergeist. Ich hoffe, wir überleben den, weil wir haben ja aktuell alle unsere Brandsalben wieder weg, die dürfen wir uns gleich noch herholen, bevor wir richtig anfangen. Und dann geht's gleich los. Also, ich starte den Timer. Und dann geht's erstmal mit der Brandsalbe herholen wieder. Du brauchst Brandsalbe, du brauchst Brandsalbe, du brauchst Brandsalbe. Und ich habe leider doppelt draufgeklickt beim ersten Mal. Deswegen habe ich nur noch meine letzte. Danach gehst du aber ganz schnell auf den hier. Ja. Du machst als zweites hier drauf und gehst dann und machst. Ja! Haha! Ja. Den hier. Du gehst danach. Bei Frau drauf. Schwert. Was? Du haust dir nach der Brandsalbe. Brauche ich auch nichts mehr. Doch, ein Balsam auf dich, ein Balsam auf Quano und danach darfst du angreifen. Ba'ia! Balsam Salabunde! Balsam Salabunde! So. Ja. Warum? Hallo? Angriff? Was? Angreifen? Ja! Angriff! Ja. Komm schon! So schnell konnte ich nicht heilen. Ei? Weiche! War ihr! Hätte doch. Aber immerhin haben wir den Sternenstab noch ein paar Sekunden drauf. Ja. Jetzt hielt der Schuss auf den Komm. Wieso greifst du nicht weiter an? Ja. Wieso greifst du nicht weiter an? Sanyasa! Komm, noch vier, komm. Hammer. Ihr lebt! Da fällt mir nun wirklich ein Stein vom Herzen. Euer Verschwinden hätte ich wohl nur schwer erklären können. Ja. Ich habe schon kaum mehr zu hoffen gewagt. Nach dieser langen Zeit hatte ich schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Welche lange Zeit? Woher die Sorge? Ich war doch gerade mal den 10. Teil einer Stunde fort. Ja, kommt ungefähr hin. Natürlich lebe ich. Was heißt das lange Zeit? So lange hat der Kampf auch nicht gedauert. Bei Satinas Ketten. Ihr... Also ich... In eurer Abwesenheit sind einige Stunden vergangen. What? Wie ihr wollt mir wohl verkohlen? Was? Also ich verstehe nicht. Wie ist das möglich? Nee, verkohlen passt besser. Keineswegs. Es scheint so, als habe mein Limbo-Schild auch die Sphäre der Zeit berührt.
Als ihr mich vor der Tür vorgefunden habt, sah es wohl so aus, als wäre ich eingefroren. Ebenso der eingeschlossene Feuergeist. Okay. Während ihr im verlangsamten Fluss der Zeit im Inneren des Schildes den Feuergeist banntet, war seine Strömung außerhalb der Höhle ohne Hindernis. Eine andere Erklärung gibt es für dieses Phänomen nicht. Mhm. Mag sein, jedenfalls ist das Feuervieh erledigt. Der Aufruf vor dem Turm hat sich ebenfalls gelegt, Fragezeichen. Oder so etwas, so Humbug, völlig unmöglich. Nee, Zwerg, ich mag zwar keine Magie, aber es ist möglich, leider Gottes. Ich konnte die ganze Sache in Frieden klären. Es war ja genug Zeit. Und nicht nur das. Nachdem ich Hesiniane aus meiner Stasis befreien konnte, war ich darum bemüht, den Riss zu den Sphären zu versiegeln. Doch musste ich auch den zweiten Schild aufrechterhalten. Schließlich wart ihr ja noch dort. Das Elementar hätte entkommen können, und nachdem wir viele Stunden euren meisterlichen, wenn auch verlangsamten, Kampf beobachtet hatten, waren wir zuversichtlich, dass ihr den Sieg davontragen würdet. Okay. Das ist ja alles schön und gut. Und ich bin euch auch dankbar, aber dann verlassen wir uns gegenseitig unser Leben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gegenseitig. Nun, dann habt ihr sicher nichts dagegen, wenn ich weitermache. Also, wo war ich? Ach ja. Mhm. Ihr habt der Wissenschaft und natürlich auch mir und der sterblichen Welt einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Und aus diesem Grund sehe ich mich dazu veranlasst, euch wie folgt zu entlohnen. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Dieser Magierhut. Nehmt ihn als Belohnung. Ich hoffe, ihr könnt damit etwas anfangen. Nein. Hab Dank, Magister Bruckbart. Nein, ich habe zu danken. Tja, was soll ich sagen? Ich werde hier wohl erstmal Ordnung schaffen müssen, bevor ich meine Forschungen fortsetzen kann. Lasst euch aber nicht davon abhalten, mich hin und wieder zu besuchen. Das werde ich. Keine Sorge. Ein heilloses Durcheinander ist es. So. Ja, es hätte schlimmer kommen können. Ja. Wo fange ich jetzt an aufzuräumen? Mal überlegen. Was? Beides. Ich verstehe nicht, was ihr habt. Das Labor sieht doch aus wie immer, Meister. Ach, was weißt du denn schon? Hilf mir lieber, Ordnung zu schaffen. Geh nach oben in mein Arbeitszimmer und hol mir die Liste mit dem Laborinventar. Ich muss herausfinden, was alles zu Schaden gekommen ist. Wie ihr wollt, Meister. Ich die kritische Wunde weg. Wer sagt's denn? Mit flinker Klinge und Fexens Gunst sind wir diese Plagegeister im Handumdrehen losgeworden. Das Buch. Wir vor allem sie doch los, Buch. Oder? Ja. Oh, Besuch. Ich habe wenig Zeit, also worum geht es? Kommt ihr, meinen Rat zu suchen? Ich sagte doch, dass ich keine Zeit habe. Seid bitte so gut und benutzt das Zauberbuch in meinem Arbeitszimmer. Habt ihr sonst noch etwas oder kann ich weiterarbeiten? Handel, Magier, Rapier brauchen wir nicht. Da können wir aber im Feier schauen. Triff macht aktuell... regeneriert pro Treffer mit dieser 2 ASP. Das ist praktisch. Ein W plus 2. Macht keinen Sinn. Schwarzmagie macht keinen Sinn. Ist okay. Handel abschließen. Wir gehen. Nur wegen Feieres einmal ganz nach oben. Vielleicht haben wir was, das uns da weiterhilft. Hier unten hatten wir bereits alles durchgeschaut. Tretet ein. Leider ist Magister Bruckbart zurzeit beschäftigt. Mhm. Was ist euer Begehr? Persönlich? Ja, nur zu. Ich habe nichts dagegen.
Welche Aufgaben hattest du bisher zu Vizensmagis erledigt? Versteht mich nicht falsch, aber dies geht mir dann doch zu weit. Ich unterstütze Meister Bruckbart in seinen Forschungen. Das muss reichen. Ja. Möchtet ihr sonst noch etwas wissen? Was forscht du? Das fragen sich viele. Ich kann euch nur davor warnen, die Schauergeschichten des geweihten Timron und der schreckhaften Dörfler zu glauben. Möchtet ihr sonst noch etwas wissen? Wer hat den Turm eigentlich ursprünglich bewohnt? Ich wüsste zwar nicht, was euch das angeht, aber gut. Hier hat schon mal ein Magier gelebt. Er kam bei der großen Überschwemmung anno 284 vor Hall ums Leben. Ich finde immer geil, die Jahreszahlen immer vor. Möchtet ihr sonst noch etwas wissen? Über was genau? Nichts weiter. Lasst mich durch, dann ist gut. Wir nutzen das Magierbuch ganz oben. Die Schnecken geht's noch weiter hoch hier. Da hinten rein. So. Ja? Iris, Magie. Du hast Magiekunde, okay. Was? So, was haben wir denn hier alles Schönes für dich, Iris? Stäbe brauchen wir nicht. Magiekunde wäre praktisch. Steigerungspunkte 2 habe ich, ein Dukaten habe ich. Zack, Magiekunde. Attribute Mut, Klugheit, Intuition, Charisma, Attribute schön und gut. Sensibar, Blitzdefend. Also Flammenstrahl darf ich nicht nehmen. Nur menschlich. Verzauberter kann die Gefühle und Stimmung eines Gegenübers erkennen. Verzauberter kann jetzt zwischen seinen Händen einen unbändigen Blitzgewitter formt aus seinem gleisen Kugelblitz und schleudert diese auf seinen Widersacher. Ein Kugelblitz schädigt einen Gegner 1W20 plus 5 Schadenspunkte, also zwischen 6 und 25. Wirkungsdauer sofort, Kosten 20 minus Zauberfertigkeitspunkte. Heißt, je besser ich den kann, desto günstiger wird er. Okay. Kostet 20. Kann man starten zum Hochziehen. Foramen, Guardium, Zauberschild leider auch nicht. Der Zauber Reszendendre. Der Zauber kann die Zaubermatrix eines Verzauberers oder Verzauberten durchdringen und auflösen. Dieser Zauber wirkt nur in einem Areal, nicht bei einem Klick auf Porträt oder Spielfigur. Beendete Statusveränderung, versteinert und schlafend, wirkt auf alle Freunde der Gegner im Ausgang. Okay. Mit diesem Zauber können Angreifliche besänftigt oder gefügig gemacht werden. Effekt, wenn die Probe erfolgt, wird das Tier eine Zeit lang für den Zaubernden kämpfen. Die Probe wird mit Magieresistenz des Tieres erschwert. Und Restribuo, der Zauber hebt gesenkte Eigenschaften wieder auf den normalen Wert. Okay. Nein, brauche ich aktuell nichts. Noch nicht. Herr über das Tierreich kommt später. Den haben wir eigentlich schon gehabt, gell? Hätte mich auch gewundert. Runter? Nein. Schade. Und raus. Gut. Magierturm erledigt. Ja. Das erste.
Eine Aufgabe haben wir noch, die wir mal erledigen sollten. Wenigstens mal mit dem Filesen reden. Dann, ne, zwei Aufgaben haben wir hier noch. Filesen reden, dann haben wir... da laufen wir aber runter. Egal. Ich hatte noch einen Quest im Hinterkopf. Ist aber okay. Da geht es in die Stadt, das heißt irgendwo hier hinten. Na klar. Selbst die Holzfäller fahren hier auf Schiffen herum. Das sind Torwale. In Havena habe ich schon öfter solche Kerle und ihre Schiffe gesehen. Mal sehen, was die im Schilde führen. Und hier schon alles ausgetreten, was vorher gerade Gang war. Haben die bereits hier sich zu eigen gemacht. Geil. Hey, ich will meinen, er will uns eine aufgetackelte Landratte einen Besuch abstatten. Nee, da fällt mir nichts ein. Nun, was macht ihr Schiffsratten hier so weit entfernt von eurer Heimat? Mal wieder ein richtiges Bad nehmen, will ich meinen? Ich gebe mir recht richtige Antwort. Haha, gut gekontert, das wohl. Du verstehst es, einen Torwaler richtig zu begrüßen. Nu, wenn du was willst, red mit Ino, dem Moha da hinten. Der hat hier das Sagen. Okay. Sprich mal erst mit dem Ino, dann nehme ich mir Zeit für dich. Okay. Was führt dich in unser Lager, Zwerg? Sag, was du zu sagen hast. Meine Beine und meine Neugier, wenn's recht ist. Weshalb seid ihr hier? Wir kamen hierher, weil unser Kapitän... es so befohlen hat. Ach, da hinten steht er, oder? Wer ist euer Kapitän und wo steckt er? Ich sehe ihn nicht. Kapitän Aslai Fogwulf, Filias, befahl uns, im Lager zu bleiben, während er einige Orte entlang des Flusses erkunden wollte. Allein. Doch, allmählich sorge ich mich. Er ist schon zu lange fort. Okay. Sorgt euch nicht länger, ich werde nach ihm suchen. Habt ihr denn eine Ahnung, wo er stecken könnte? Geh in die Wildnis, um die Zollfeste Türstein. Dies ist der Ort, den meine Träume ihn wiesen. Ich hoffe, du findest ihn, wenn er noch dort ist. Dazu würde ich gern mehr wissen, bevor ich mich auf den Weg mache. Na schön. Was willst du wissen? Was hat es mit diesen Träumen auf sich? Nach was sucht Kapitän Fogwulf eigentlich und warum lässt er sich durch eure Träume leiten? Ja. Der Kapitän sagte, dass meine Träume mit der Bitte eines Freundes zu tun hatten. Mehr wollte er nicht preisgeben. Ich hoffe, dass dieser furchtbare Spuk wieder aufhört, wenn er gefunden hat, was er sucht. Ist deine Neugier nun gestillt? Oder willst du noch etwas wissen? Was hat mit euren Träumen auf sich? Wenn ich das nur wüsste. Oft finde ich mich im Dunkel wieder und höre diese Stimmen. Manchmal sprechen sie als eine Stimme. Ein anderes Mal ist es, als würde all diesen Stimmen gegeneinander reden. Ist deine Neugier nun gestillt?
Oder willst du noch etwas wissen? Wieso siehst du mit der Truppe von Tavallon umher? Bamia Ramu. Eine lange Geschichte. Na, den du da fragst. Vor allem aber auch eine, die ich Fremden nicht so einfach auf die Nase binde. Sagen wir einfach. Ich habe meine Gründe. Ist deine Neugier nun gestillt? Oder wie? Ja, danke. Was sagst du noch? Na, was hat der Inu erzählt? Ach, will's gar nicht wissen. Hast du Lust, Pott des Flussvaters, um ein paar Münzen zu spielen? Mir ist echt langweilig, wie einem Stockfisch beim Trocknen. Was soll das sein? Jeder legt 3 Dukaten in den Pott hier. Dann rollen wir beide einen Würfel, der mit der höheren Augenzahl gewinnt. Bei Gleichstand geht der Pott zum Flussvater. Wir werfen das Geld in den Fluss? Das wohl. Lass die Würfel rollen. Perfekt, lass die Würfel rollen mit Taschendiebstahl. Gegen Torvalla, nee. Dann mal los. Beißwaffen hier, eine 6. Ich habe eine 2. Ich habe gewonnen, das wohl. Noch eine Runde mit Taschendiebstahl diesmal. Dann mal los. Orkendreck, eine 1. Ich habe eine 6, Korn. Ich hab's genau gesehen. Ich bin doch nicht mit dem Filiassern um Ganzdere gefahren, um mich hier betrügen zu lassen. Hey, Sufgur, Kaliasson, helft mir mal ein paar Füchse aus dem Lager zu werfen. Ist okay, wir sind ja schon mal weg. Mutschten draußen. Man hätte es bleiben lassen sollen. Ging es gerade wirklich so komplett daneben? Ich hab's genau gesehen. Ist okay. Verwalle am großen Fluss, das heißt, Frau Captain. Okay. Was haben wir jetzt noch übrig? Die Nachtwache? Gehen wir die Richtung, ist besser. Machen wir die Nachtwache noch mit dem. Ich hole erstmal kurz die neuesten Tageszeitungen, wenn es welche gibt. Weil wir haben die Bienen ja erledigt, wir haben das Teil erledigt, es soll einiges geben. Ich glaube, ich habe einige übersehen. Nordtor, gehen wir jetzt mit hier hoch. Schmuckwerk aus fernen Landen. Und den hier. Der Nadoretta-Anzeiger, hier bitte. Ja. Der Nadoretta-Anzeiger, hier bitte. Ja, zumindest solange du es noch hier. Die Schicksalsklinge, okay. 30 Boten schon, okay. Egal. Oder was haben sie hier drin stehen? Ein kleiner Ballen, das muss die oben sein, Ladeliste. Nein. Die Amazonen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Könnt ihr anhalten? Seite 3. Und Nadoretta Bote. Angwart von Hasing ist neuer Zollfestenkommandant, Zollfeste Tourstein, die Willkür der Zöllner scheint nun endlich ein Ende gefunden zu haben. Wir haben, okay, ein erfahrener Kampftrupp soll unsere Informationen nach der Besatzung der Zollfeste endlich zu ihrem Strecken gewiesen haben. Der alte Kommandant sei spurlos verschwunden, ja, wir wissen auch wohin. Da solche Zustände die Sicherheit auf dem großen Fluss gefährden, setzt Graf Groving sogleich einen neuen Kommandanten ein. Angwart von Hasingen, er stammt aus einer guten Förderfamilie und hat sich in den Adelstand eingeheiratet. Wir wurden, wünschen ihm alles Gute zu seinem Einstand, um bei der neuerlichen Herstellung von Recht und Ordnung. Als ersten Schritt in diese Richtung hat er eine Belohnung auf die Piratenembleme ausgesetzt. Das heißt, er braucht jetzt Piratenembleme. Okay.
Hat du noch was? Feinste Schmuckwerk. Der Nadoretter Anzeiger oder. Nö, aktuell. Dann gehen wir runter. Gehen wir kurz an meine Kiste, um ein bisschen wieder leer zu werden. Gehen wir kurz nicht alle durch alles Rohmaterial rein. Was wir nicht brauchen. Holz nicht, Kugel nicht. Behinderung 0, Rüstungswert 2, euren Kopf. Ich kann noch nicht, ich behalte nur. Ulm und die Krähenfüße, Haarnadeln behalten wir auch. Schleifstein geht rein, rostige Nägel, Gänsefedern, Schusskugelsplitter, Kohle, Äpfel, Sandstein, Pfeile, Zunderschwamm. Wie viel Zunderschwamm habe ich reingepackt? Egal. Machen wir 20 nochmal. Wir müssen eh einmal durchgehen, das ganze Zeug zu sortieren. Amazon 1, Amazon 2 haben wir jetzt auch irgendwo gerade gehabt. Okay. Den müssen wir identifizieren. Aber ganz kurz, wir legen die Lederbänder rein, Stahl, Diamanten, Gold. Herdocker Wappenschild, Halter, Buckler, Halter, Schmiedehammer, Wurfmesser. Nee. Daran. Flussmonster, Schicksalsklinge. Gut. Ja. Hier haben wir 25 Wurfmesser. Schlossmesser, Haarnadeln, Dietrich. Kann ich auch direkt übergeben. Schleifstein, Salben, Fett, Ulme, Edelstein, kleine Stoffballen, Alkohol, Zielwasser, helles Fertok, Zielwasser, Blattgold, Diamanten, Brandsalbe. Die ganzen Ketten können wir weggeben. Schwert, Baumesser, Wurfmesser, Langschwert, Halbmoor, starke Schnaps, ist okay. Ja. Das ist okay. Ja. Pfeil, du bist weg. Flusskiesel gehen weg. Den möchte ich kurz mal reinschauen. Die Seife, Halbmoor bei. Taschentuch, Halbmoor bei. Giftzang, Giftbeutel. Ulm und Einbeere, Juruga, Bleichmond, Wirsel, Gift. Ich behalte nur vor, Zähnen gehen weg. Salbenfett geht weg. Pfeile gehen weg. Wildschwein, Zähne gehen weg. Wildschweinfell geht weg. Wolf. Okay. Leder gehen weg. Geht auch erstmal weg. Heiltrank, Palpen, Halsalbe, Palpen, Pusten, Stoffen, Palpen. Okay. Das heißt, wir sind jetzt einigermaßen hier drin. Hier bin ich preisegewandt besser geschützt, aber macht auch keinen Sinn. Das heißt, mit Feieres geht es nochmal ran und legt das Reisegewand noch ab. Info, dann haben wir das hier, was haben wir hier? Tiefer vernachlässigt und geschmäht mag die Inkarnation Attributus sein, welchen körperkräftig. Okay, der Attribut geht auch weg. Wird gemacht. Dann schauen wir uns kurz mal unsere Werte an.
Kugel. Ne, wir gehen erstmal kurz mal hier hin. Die haben Magiekunde. Die erhöhen wir mal schön brav auf den angestrebten Wert. Pflanzenkunde geben auch ein bisschen nach oben. Hier gehen wir noch. Hier gehen wir nach oben. Sinnenschärfe auch auf jeden Fall. Dann kämpfst du aktuell mit dem Schwert. War nicht verkehrt. Bogen ist noch zu teuer, um da weiter hochzugehen. Obwohl ich eh schon mit einer Attacke von 17 gut bin. Da muss ich nicht weiter hochgehen. Das erste. Dann hilfreiche Tatze lassen wir kurz mal weg. Matrix Luxemburg. Matrix 1 hoch. Wer weiß, haben wir das brauchen können. Passt das mal. Was? Dann du kämpfst aktuell mit Hiebwaffen. Gehen wir hier auf Max. Wurfwaffen haben wir nicht. Das ist okay. Wunden. Konsti. Du bist gut. Dann haben wir Kuano. Können wir gerade nicht machen. Das hilft uns auch nicht weiter. Du kämpfst mit Säbel. Mit Fechtwaffen. Körperkraft erhöhen wäre nicht noch schlecht. Taschendiebstahl ist Sinn und Zweck bei dir. So, was haben wir bei dir? Hier können wir eh nichts machen. Wir erhöhen mal ...14, 12, das ist okay. Und ja, komm schon, was können wir hier noch machen für dich? Zwergennase noch eins nach oben. Schmieden noch ein bisschen nach oben. So. Das heißt, einmal den hier. Da bist du ja wieder. Bereit für die Jagd? Auf geht's, auf zur Jagd. Bei Rondra, das werde ich dir nicht vergessen. Ich wusste von Anfang an, dass du was taugst. Wo dein Quartier ist, weißt du ja bestimmt noch. Nadoret bei Nacht. Also Männer, es ist soweit. Ihr alle wisst, worum es geht. Wir müssen dem Treiben des Werwolfs ein Ende setzen. Ich weiß, dass ich mich auf euch verlassen kann. Nadoret kann stolz darauf sein, dass Männer wie ihr in seinen Mauern leben. Ah, da seid ihr ja. Mit euch sind wir jetzt vollzählig. Seid ihr bereit? Mhm. Ja, die arme Ziege. Was war denn mit der Ziege da? Ganz einfach, sie ist unser Köder für den Wolf. Wir werden uns für sie eine geeignete Stelle suchen und uns da verschanzen.
Wenn der Wolf dort auftaucht, können wir ihn vielleicht überraschen. Das könnt ihr nicht tun. Was ihr da mit diesem armen Geschöpf vorhabt, ist zutiefst grausam. Ja, stimmt leider, Iris. Es gibt bestimmt eine andere Möglichkeit, den Wolf anzulocken, ohne dass wir unschuldiges Blut vergießen müssen. Jetzt hört mir mal gut zu. Ich würde ein ganzes Dutzend Ziegen schlachten, wenn ich dadurch auch nur einen meiner Männer schützen könnte. War das deutlich genug? Für mich ja. Für Feires weiß ich es nicht. Warum glaubt ihr, euch anmaßen zu können? Ich maße mir das an, weil ich für die Sicherheit meiner Leute und der Bürger dieser Stadt verantwortlich bin. Dafür würde ich sogar noch weit größere Opfer bringen. Und jetzt genug von diesem Unsinn. Wenn wir den Werwolf angreifen, wird er vielleicht versuchen zu fliehen. Deshalb haben wir in der ganzen Stadt Blockaden errichtet. So können wir ihn in die Enge treiben. Die Stadttore sind ebenfalls verschlossen. Er kann uns also nicht entkommen. Lassen wir die Jagd beginnen. Nun denn, möge die Siegschenkerin uns diese Nacht lächeln. Es geht los, Männer! So, nochmal schnell speichern. Dann habe ich den ganzen Mist hinter mir. Ja, Feieres, ist es halt so. Oh Mann, warum habe ich mich nur dazu überreden lassen? Das ist doch das reinste Aldirans-Kommando. Ach, sei nicht so ein Hasenfuß, Ettel. Hauptmann Nirolf weiß, was er tut. Diesmal erlebt das Vieh sein blaues Wunder. Im Angesicht des Mondes folge der Wache zum Hinterhalt, ja. Der Name kommt mir bekannt vor, Ettel. Den ersten Hinterhalt. Auf eure Positionen, Männer! Ich werde die Ziege hier festmachen. Wenn der Wolf auf unseren Köder anspringt, können wir ihn vielleicht einkreisen, bevor er uns bemerkt. Ja, der Zweck heiligt die Mittel, nicht wahr? Wie menschlich. Ja, halb elf. Am besten, ihr geht schon mal zu den anderen in Deckung. Gut. Jetzt heißt es warten. Da ist er! Los! Angriff! Gesegnete Piraine, nein! Ich bin doch nicht verrückt und kämpfe gegen dieses Monster! Um Travias Willen, lasst mich vorbei! Ja! Ja! Hm? Ja! Ei? Mhm. Va ia! Angriff!
200. So. Kannst du endlich angreifen auf den hier? Ja. Haha! Hoho! Komm, komm! Na? Ach so. Was? Bei Angriff Schwert! Ei! Achtung! Nee, du wechselst hier drauf. Ha! Ba-ia! Dann Grad 26. Hey! Kriegen wir da noch mal was drauf? Ja. Ja. Ei? Ich bin doch blöd. Er versucht zu entkommen. Los, hinterher! Geh in Deckung, bring die Werbe wieder, ja. Leider Gottes ist er außer Reichweite. Bei Rondra ist dieses Biest schnell, aber es rennt genau in eine Sackgasse. Da kriegen wir es. Da oben ist er schon. Okay. So, aktuell Angriff auf den hier. Du machst Angriff auf den hier. Was? Hier drauf und danach den hier und danach kannst du das angreifen. Komm schon! Ja! Ei. Du machst ein Falgeauge auf dich und danach darfst du Sanyasa den angreifen. Ja? Mir nach. Achtung! Da hat sich schon wieder kalt. Das gibt's ja wohl nicht. Weiter drauf. Ja. Hoho! Ja? Oh, du bist mit Niederwerfen erst. Bei Angriff Schwert! Ja? Folgt mir. Dahin. Dort lang. Auf. Dahin. Ins Licht.
Jetzt hau drauf. Was? Komm schon! Hm? Bei den Göttern! Er bricht durch die Barrikaden! Komm! Weiter, Leute! Wir müssen ihn um jeden Preis aufhalten! Ja, ich komm gleich nach. Balsam Salabunde. So, das, was wir brauchen, ist erstmal wieder. Armer Trutz! Auf der 2 ist okay. Und wir gehen jetzt. Verfolgend. Nicht. Heiliger Geron, schütze uns. Was ist denn hier passiert? Bei allen Göttern. Er hat uns eine Falle gestellt. Geht in Deckung! Das Biest wird gleich springen! So. Zerschlagt das Rudel. Ja, es hilft ja nichts. Es ist klar. Los, auf die Beine! Wir dürfen nicht aufgeben! Dass Feires als erstes direkt wieder kaputt gemacht wird. Die einzige Person, die uns wirklich retten kann. Was? Ist irgendwas dabei? So. Lass das mal durch. Den hier, du, den hier. Was? Angriff! Hau drauf. So stark wie möglich. Ja. Hoho! Ei! Hat schon wieder 200. Wie oft soll ich den noch niederprügeln? Ja! Klar, Feiris ist schon wieder tot. Na? Warum immer erst auf Feiris? Bei Angriff Spart! Uah! Ja! Ja! Komm schon! Ja! Achtung! Ich hab doch gar keine Chance, wenn die Dauer immer auf die Person drauf geht, habe ich gar keine Chance. Das ist doch richtig, richtig nervig. Ja?
Ja. Was? Komm, komm! Die kommen auf den Marktplatz, die ganzen Wölfe. Immerhin einer. Komm schon! Ja? Uah! Angriff! Wie wär's, wenn du mal hinten reinschlägst? Ja. Komm, komm. Ja. Haha. Hoho. Was? Halt's nicht aus. Ja? Angriff! Komm, schlag. Ja. Angriff! Ja! Noch 39. Ja? Er hat nur niederwerfen. Niederwerfen bringt nichts auf vier Beinen. Nee. Sag mal, greif den doch einfach weiter an. Na? Er kämpft gegen ihn und er trifft nicht. Das ist das Schlimme dran. Ich habe das Gefühl, der haut ab. Ja. Hm.
Ja? Ja! Jetzt wird's langsam richtig gefährlich. Wir haben ja keine Wunde in der Richtung, ist einfach nur niedrig. Was haben wir denn? Einbärensaft. Info. Halt 15 LEP. Schreiben wir auf. Eine geht hier rüber, die brauchen wir jetzt unbedingt. Ja, die müssen wir unbedingt nutzen. Ja. Ach, war das noch eine? Bei Angriff spart! Ich habe den gar nichts kaputt. Gibt's doch nicht. Noch mal eine trinken. Das ist doch... Ja. Ja. 16... Der ist weg. Was? Angriff! Den hier. Ganz dringend den hier. Bei Angriff spart! Angriff! Ja. Aufkommen tue ich nicht, das ist das Problem. Ja. Angriff! Ja! Was? Danach weiterkämpfen. Ja. Bei Angriff spart! Das war knapp. Diese Biester haben uns ganz schön zugesetzt. Ja. Und das sehen, wo der eine reingegangen ist. Mich hat das auch ziemlich erwischt. Ihr müsst es alleine beenden. Ach, ich probiere mich jetzt erstmal durchzuhalten. Das Vieh war bereits schwer verwundet, als es floh. Folgt ihm in den Tempel und erledigt es. Ich komme nach, sobald ich kann. Ja. So. Schnell in den Tempel. Eine bessere Chance, das Vieh zu erlegen, werden wir nicht bekommen.
Balsam Salabunde. Ah. Balsam Salabunde. Ist verletzt. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite mies. Aber ich kann hier auch nichts rausholen. Warnung. Nehmen wir mit. Ah, ist nichts weiter. Gut, wir sind wieder voll. Und ja, ich weiß, aber den machen wir jetzt noch fertig. Bei Fex, der ganze Boden ist voller Blut. Werwolf oder nicht, er kann doch unmöglich noch am Leben sein. Seien wir lieber auf der Hut. Vergesst nicht, wie verschlagen diese Kreatur ist. So, und mit diesem Cliffhanger abschiede ich euch ins restliche Wochenende. Wünsche euch eine schöne Woche. Am Samstag wird aufgelöst, wie es weitergeht. Bis dann. Ciao. Achso, und vergesst den Daumen nach Norden nicht.